Hallo, ich möchte euch heute den Mailbox Adventskalender vorstellen. Der ist einfach und schnell gemacht. Wir benötigen dafür einen 12 Zoll Bogen, am besten doppelseitig, und einen Streifen Kartstock in 15x30 cm. Die Vorlage für die Mailbox findet ihr unter www.just-stamps.de. Die Vorlage besteht aus einem Streifen von 50x13 cm. Einen Boden, auch in 15 cm Breite, einem Bogen für die Vorderseite und einem Bogen für die Rückseite. Der rückseitige Bogen wird an den Falzkanten eingeschnitten, damit sich dieses nachher gut umlegen lässt und passgenau einsetzen. Im unteren Bereich an den Falzkanten wird dieses schräg abgeschnitten, damit es eine schöne Nut gibt und die nachher passgenau in den Kalender eingesetzt werden kann. Beginnen tun wir mit dem Boden. Der Boden wird gut umgefaltet und mit doppelseitigem Klebeband versehen. Der Streifen von 15x30 cm wird nun passgenau eingesetzt und bietet schon das Grundgerüst für die Mailbox. Der vordere Bogen hat nur eine Falzkante, die ebenfalls mit doppelseitigem Klebeband versehen wird, um dann passgenau in den Kalender eingesetzt zu werden. Angedrückt und schon ist die vordere Klappe befestigt. Für die Rückseite wird nun wirklich gut die einzelnen Elemente umgefaltet. Diese werden ebenfalls mit doppelseitigem Klebeband versehen und dann fast genau in den Kalender eingesetzt und später befestigt. Die einzelnen Elemente werden dann nach und nach an den Kalender aufgeklebt. Und fertig ist die Mailbox. So sieht das Ganze dann aus. Als Gestaltungselement habe ich hier zusätzlich Kordeln eingesetzt, die ebenfalls mit doppelseitigem Klebeband aufgebracht wurden. Vorne einfach und hinten doppelt. Als weiteres Gestaltungselement habe ich einen Tannenbaum verwendet. Dieser Tannenbaum wird einmal auf weißer Karteikarte gestempelt, die ich dafür einmal gefaltet habe mittig, weil es ganz wichtig ist, dass die Kante vorhanden ist, um nachher dieses Element gut auf dem Adventskalender befestigen zu können. Ich habe den Stempel ein und setze diesen Stempel jetzt etwas über die Kante hinab auf. Drückt es ab. Das untere Element des Weihnachtsbaums wurde noch nicht mit abgestempelt und dient mir nachher als Halterung für die Befestigung. Die Rückseite kann ich ebenfalls mit dem gleichen Motiv bestempeln und später kolorieren. Um dieses Element jetzt auf meinem Kalender zu befestigen, setze ich in die Mitte einen Streifen doppelseitigen Klebeband, nehme eine Schere, piekse ein kleines Loch in die Falzkante, nehme einen Zahnstocher, schiebe den so weit durch, wie ich möchte, um den Abstand nachher zu haben, auf meinem Kalender zu befestigen, drücke diesen an und drücke beide Elemente zu. Und schon ist das Element zum Aufstecken in der Mailbox fertig. Kolorieren kann man mit verschiedenen Farben, ob Farbstifte, Aquarellstifte, Glams, Glaze, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt es da. Eine weitere schöne Variante sehe ich in das Bestempeln von Wellpappe. Einfach einen alten Karton, sind meistens aus Wellpappe, bestempeln. Dafür habe ich ebenfalls den Weihnachtsbaum gut aufgedrückt
und habe dann zum Kolorieren Smooth verwendet. Smooth ist eine deckende metallische Farbe, die einen leichten Farbauftrag ermöglicht, weil es eine ganz feine Spitze hat, um detailgenau zu malen, was bei diesem Motiv sehr wichtig ist, damit man halt nicht über die Konturen malt. So koloriert man dann das ganze Element. Ich habe das mal vorbereitet mit diesen beiden Farben, die ich euch gerade gezeigt habe, dem Kupfer und dem Grün, und hat einen schönen metallischen Touch auf dem Weihnachtsbaum. Befestigen lässt dieser sich nun ganz einfach, weil er durch die Wellpappe ja schon etwas stärker ist, kann man hier ganz einfach einen Zahnstocher einsetzen und diesen dann später auf der Mailbox befestigen. Wem es jetzt noch nicht genügend Glitter, der kann natürlich noch Highlights mit Sticklist setzen. Auch das habe ich euch mal vorbereitet, weil es ja im Moment braucht zum Trocknen. Dann bekommt man noch leichte Glittereffekte. Für die Gestaltung des Merry Christmas Schildes habe ich auch ebenfalls Wellpappe verwendet, aber mit den Glimmer Glams und Glaze koloriert. Wir haben alle ein Glitzerpartikel, glänzen auch leicht und trocknen sehr schön. Sie sind allerdings transparent und deswegen muss die Wellpappe vorbereitet werden mit Acrylfarbe, weißer Acrylfarbe oder Gesso. Und dann kann man dort aufmalen und dieses Schild gestalten. Farben halt transparent sind, muss man halt kann man hier sehr schön sehen, wie der Unterschied ist. Auf dunklen und auf dem weißen. Die Farben glittern dann ganz leicht und geben dem Schild einen schönen Touch. Ja, das war's. Nun heißt es nur noch, den Kalender zu befüllen und für die Lieben bereitzustellen. Schöne Adventszeit.